Hallo und herzliches Willkommen, das heißt Lukas Max, heute ein neues Video auf meinem Kanal. Heute ein besonderes Video, wo wir mal über ein paar Dinge, die so gerade ein bisschen rumkursieren, reden, also über GTA natürlich. Ich würde sagen, wenn ihr nicht so das komplette GTA-Universum verpassen wollt, abonniert gerne diesen Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, here we go mit dem Video. Wie schon gerade gesagt, reden wir heute mal über ein paar GTA-Themen, die sehr, sehr interessant sind. Unter anderem ein Take-Two-Business-Plan, wo die über die nächsten paar Jahre reden, was sie so geplant haben an Spielen und so weiter. Ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit. Wir gehen direkt rein in das Bild, was ich heute mitgebracht habe. Hier, da sieht man schon das Bild. Da kann man auf jeden Fall schon ein paar Zahlen sehen. Ist ja nichts Besonderes, sind einfach nur ein paar Zahlen, denken sich jetzt viele. Aber hier steht erstmal Investing-Plan für die nächsten paar Jahre. Bla bla bla. Und hier kann man schon sehen, es sind über 62 Titel bis 2024 geplant. Vielleicht dachten ja jetzt viele, das sei der Plan von Rockstar Games, aber nein. Das ist der Plan von Take-Two. Wer sich fragt, wer Take-Two ist, das ist die Mutterfirma von Rockstar Games. Also es hat schon einen Zusammenhang mit GTA, aka Rockstar Games, aber es ist erstmal nur Take-Two. Aber ich persönlich denke, hier ist definitiv GTA 6 drin, weil bis 2024 müssen sie einfach ein neues GTA rausbringen. Das wäre sonst maximal weird. Also ich denke, hier in diesem Zeitraum ist es noch nicht drin. Hier sind auch nur 21 Dinge geplant. Aber in diesem Zeitraum von 2023 bis 2024 sind 41 Dinge geplant. Und ich denke, da können wir auch GTA 6 drin feststellen. Jetzt gehen wir mal zu einem GTA 3 Thema. Denn in den letzten News war ja von Rockstar Games, hat Rockstar Games geschrieben, dass sie zu dem 20-jährigen Jubiläum von GTA 3 ein spaßiges Geschenk für uns haben. Und das schauen wir uns jetzt erstmal genauer an. So, das hier ist der Newsflyer, wie wir ihn kennen. Habe ich ja auch schon ein Video drüber gemacht. Ich bin extrem auf das neue GTA Online DLC gehypt. Das ist aber nicht heute das Thema, denn es geht um diesen Abschnitt hier, denn hier steht, zu Ehren des 20-jährigen Jubiläums von GTA 3, das ein ganzes geprägt hat, haben wir noch einige weitere tolle Überraschungen. Einige davon sind exklusiv für Spieler von GTA Online. Was da kommt, können wir nur spekulieren. Ich denke, mit spaßigen oder hier steht da tollen Überraschungen meinen sie ein Remaster. Das ist persönlich meine Meinung. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir kommen zu dem nächsten Thema, und zwar zu Verkaufszahlen. Denn wie wir alle wissen, GTA 5 ist ein sehr, sehr krass verkauftes Game. Ich glaube, da kann mir niemand verneinen. Und Rockstar Games, aka Take-Two, hat jetzt letztens wieder die Verkaufszahlen bekannt gegeben. Und die schauen wir uns jetzt erstmal an. Bam. 145 Millionen Mal wurde GTA 5 insgesamt jetzt schon verkauft. Ist eine sehr, sehr krasse Zahl, muss ich ehrlich sagen. Gehört immer noch zu den Top 3 Spielen. Ich glaube, Top 2 wird es nicht mehr kommen. Das Spiel ist halt schwer, ne? Dann kommen wir direkt zu den nächsten Verkaufszahlen von GTA, wo man hier sehen kann, 345 Millionen Mal wurde GTA, also das ganze GTA-Business, insgesamt verkauft. Finde ich sehr, sehr krass. Einfach 345 Millionen Mal wurden alle GTA-Teile insgesamt verkauft. Sehr, sehr nice Info, wer es noch nicht wusste, ein kleiner Fun-Fact. Und jetzt kommen wir zu einem traurigen Thema für mich persönlich. Die meisten werden es aber gar nicht erst interessieren. Und zwar, Rockstar Games möchte weiterhin keine Modder unterstützen. Was ich jetzt genau mit Modder meine, ist nicht diese GTA Online-Modder, die alles kaputt machen, sondern Spielmodder, die das Game erweitern, wie zum Beispiel mit Grafikmods, Modded Autos und so weiter. Diese möchte Take-Two nicht unterstützen. Und wenn Take-Two die nicht unterstützt, wird Rockstar Games die auch nicht unterstützen. Deswegen sehr, sehr schade, muss ich ehrlich sagen. Schreibt jetzt gerne mal in die Kommentare, welches Thema euch am meisten interessiert hat. Ich finde diesen Take-Two-Business-Plan finde ich am interessantesten. Lasst es diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr nichts rund um das komplette GTA-Universum verpassen wollt. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Luca und ciao, ciao.